und herzlich willkommen bei Andreas Riedbacher, Personaler aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zum Thema, oft gefragt, Mr. T, was unterscheiden deine Programme von den restlichen 6, 8, 10, 12 Wochen Strandfigur, ich mach dich krass und sonstigen Programmen? Erster und wichtigster Faktor ist folgender, ich biete keine 6, 8, 10 oder 12 Wochen Programme an. Warum? Weil sie für mich keinen Sinn machen. Warum? Weil in der Regel bei solchen 6, 8, 10, 12 Wochen Programmen werden nur krasse Verhaltensänderungen erzielt. Das heißt, innerhalb von kurzer Zeit wird versucht, ein maximales Ergebnis zu erzielen. Das heißt, es wird kurzfristig eine Maßnahme ergriffen im Bereich des Ess- und des Trainingsverhalten, was zu einem schnellen, kurzfristigen Ziel führt. Das ist für mich nicht sinnvoll. Warum? Weil kurzfristige Maßnahmen eben nur kurzfristige Erfolge geben. Langfristige Erfolge sind mit solchen kurzfristigen Maßnahmen nicht zu erreichen. Warum? Weil Menschen in der Regel solche kurzfristigen Maßnahmen auf Dauer nicht aushalten, auch nicht aushalten möchten. Deswegen ist für mich wichtig, ich biete eine grundsätzliche Ernährungsumstellung an. Ernährungs- und Verhaltensumstellung auf Dauer, denn nur so ist es uns möglich, ein gewisses Ziel, das wir uns gesetzt haben, ein gewisses realistisches Ziel zu erreichen und jetzt kommt, das ist das Wichtigste für mich, dieses Ziel auch auf Dauer zu erhalten. Weil es macht keinen Sinn, nach 6, 8 bis 10 Wochen top auszusehen und danach falle ich wieder in mein altes Verhaltensmuster zurück und komme dann letztendlich dort raus, wo ich begonnen habe. Das ist für mich nicht sinnvoll. Deswegen gibt es für mich keine 6, 8, 10 oder 12 Wochen Programme. Zusätzlich ganz wichtig, meine Trainings- und Ernährungsplanung wird von mir persönliche Arbeit. Das heißt, ich erstelle so weit wie möglich individuell deinen Trainingsplan und deinen Ernährungsplan. Wie funktioniert das Ganze? Ich erhalte von meinen Kunden ein dreitägiges Ernährungsprotokoll. 2 Tage unter der Woche und 1 Tag am Wochenende. Da wird exakt eingetragen, was wird gefrühstückt, was wird zum Mittagessen gegessen, was wird zum Abendessen gegessen und eventuell noch eine Zwischenmahlzeiten. Und welche Nahrungsergänzungen werden zugeführt, falls welche zugeführt werden. Das ist einmal. Anhand dieses Ernährungsprotokolls erkenne ich natürlich ein Ernährungsmuster. Wie funktioniert ungefähr der Stoffwechsel dieser Person, beziehungsweise wie kam das Körpergewicht, nicht nur das Körpergewicht, sondern letztendlich natürlich auch die Optik dieses Körpers zusammen. Ich musste gerade umschalten, weil meine Batterie fast leer ist. So, und dazu erhalte ich zu diesem dreitägigen Ernährungsprotokoll, erhalte ich noch einen Anamnesebogen. Und dieser Anamnesebogen beinhaltet natürlich sehr viele Daten dieser Person, wie zum Beispiel Körpergröße, Körpergewicht, Alter, Berufsbild, sportliches Ziel, sportliche Vorbelastung, Erfahrung, welche Trainingsmethoden, Erfahrung mit Freihandel, Erfahrung mit Maschinentraining, wie lange schon Erfahrung, welche Nahrungsergänzungen werden genutzt. Sind Beschwerden vorhanden, müssen Medikamente genommen werden, Blutdruck, all diese Dinge sind in einem Anamnesebogen erfasst. Zusätzlich erhalte ich von meinen Kunden Bilder, und zwar von vorne, von der Seite, von hinten, mit dem Dolbizem vorne und Dolbizem von hinten. Warum? Damit ich natürlich die Körperstruktur erkennen kann. Das ist wichtiger als Trainer, dass ich natürlich sehen kann, ist hier natürlich der gesamte Körper im Lot, haben wir Dysbalancen zum Beispiel, sind irgendwelche Muskelgruppen völlig unterentwickelt, brauchen manche Muskelgruppen mehr Pflege oder weniger Pflege. Das sind alles Dinge, die ich dann natürlich auch an den Bildern erkennen kann. Und anhand von diesen drei Parametern erstelle ich dann einen individuellen Ernährungsplan und einen individuellen Trainingsplan nach der Wunschvorgabe der Person. Wunschvorgabe natürlich nur dann, wenn sie realistisch ist. Unrealistische Wünsche kann ich da nicht erfüllen und die werde ich natürlich auch entsprechend erklären, warum es nicht möglich ist. So, ich denke, das war jetzt mal das Wichtigste zur Erläuterung, Andreas bzw. Mr. T, was unterscheidet deine Trainings- und Ernährungsplan, die du anbietest vom Rest aus dem Markt ist. Falls ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich gerne auch unten in den Bemerkungen eintragen. Ich werde dann entweder euch persönlich beantworten, nur bitte habt Geduld, dass es manchmal etwas länger dauert. Oder ich werde nochmal, wenn es etwas mehr ist, wenn ich viele Anfragen bekomme, nochmal einen Clip drehen und natürlich die Frage nochmal individuell detaillierter zu beantworten. Das war's schon. Andreas Riedbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, was ist der Unterschied von Mr. T's Trainings- und Ernährungsplan zum Rest aus dem Markt ist. Bis bald. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus.